Glück auf, Freunde, Glück auf, Freunde. Boah, wir haben hier ja noch einiges an Sammelstationen übersehen. In den Gebieten, die wir schon gereinigt haben. Ich würde sagen, wir fangen mit denen hier hinten an. Und arbeiten uns dann langsam vor. Wir wollen ja die ganzen Sammelstationen auch machen. Von daher haben wir jetzt schön was zu erledigen. Wird schon werden. Wir haben keine Munition mehr, wenig Lebensenergie. Sieht mir nach einer perfekten Folge aus. Wird schon. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir hier so viele Sammelstationen übersehen haben. Ist doch ganz schön viel los hier in den Gebieten, ne? Aber naja, gut, mit der Zeit werden wir sie alle entdeckt haben, die Sammelgebiete. Und wir werden sie alle geplündert haben. Kein Sammelgebiet ist uns zu weit. Keine Mission ist uns zu schwer. Boah, ich komme ins Rutschen. Ist mir doch egal, was das für eine Party ist. Ich will meine Ruhe. Ich habe weder Zeit noch Lust, mich damit zu beschäftigen. Hier hinten sind die Zwillinge, um die haben wir uns beim letzten Mal gekümmert. Und hier hinter sind auch noch die ganzen Sammelstationchen gestreut. Und die arbeiten wir jetzt wirklich eins nach dem anderen ab hier. Zigidi zack. Wir machen erstmal die in den Gebieten, die wir schon fertig haben, damit die Gebiete auch wirklich fertig sind. Und oh, hier ist ja ein richtig schleimischer kleiner See, hä? Oh, gucke mal da, was haben wir denn hier? So, habe ich dich noch überfahren? Deine Freunde habe ich gesprengt, dich habe ich überfahren. Einer nervt mich hier noch ein bisschen, was soll's. Meins? Und meins. So, schönen Tag noch wünsche ich. Ich bin aber weg. Die nächste Sammelstation ist mitten im Sumpf. Na lecker. Kann ich hier gefahrlos durchfahren oder kommt das nicht so gut? Doch, ich glaube, ich kann hier durch. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Ich komme hier richtig gut durch. Das verwundert mich jetzt selber, dass ich hier so gut durchkomme, aber es klappt und das ist schön. So, habe ich gleich mal gezeigt, wer hier der Boss ist. Hi, ho, hi, ha. Ah, ich habe ja gar keine Munition mehr. Habe ich doch für einen Moment vergessen. Boah. Ach du Heilige. Na, also jetzt trinke ich erstmal einen hier. Meine Lebensenergie, die meckert nämlich ganz schön rum. Da müssen wir mal was gegen tun. Dieser blöde Sprengmeister hier, der hat ganz schön reingefetzt. Die ganze Veranstaltung. Aber das ist nicht so schlimm. Hier gibt es was zu futtern. Das ist gut. Das drücke ich direkt hinterher. Da ist die Sache mit der Lebensenergie schon mal geklärt. Da haben wir die nämlich wieder voll. Gut, und wo war jetzt das Schrottzeug, das ich gesehen habe? Im Augenwinkel. Aha. Eines von zweies. Und wo ist... Ach da. Frag nicht so blöd, Peter, sondern hol es lieber. Goodie. Immer wieder spannend, diese Sümpfe. Oh, und hier ist nämlich, glaube ich, das letzte Gebiet, wo wir dann reinkommen. Deep Fryer. Guest Town. Und hier wird wahrscheinlich dieser Lord Scrotus sein, mit dem wir uns anlegen müssen.
Nee, Tanz mit dem Tod. Das hier ist unsere Mission aktuell. Da ist ja was los. Gudi, dann wollen wir mal. Was macht ihr schon wieder hier im Sumpf? Geht doch mal hier weg. Keiner will euch hier haben. So, unser Turbo ist aufgebraucht, also müssen wir jetzt ein bisschen kriechen, bis wir wieder Turbo haben. Bombs. Und die nächste Sammelstation wartet schon, dann können wir die blöden schwarzen Sümpfe hier endlich hinter uns lassen. Zom. Bin gleich wieder da, ich muss nur mal hier lang. Boah, weg war er. Boah, der lebt noch. Wie kannst du Scheiße noch leben? Ich hab dich hier runter gedroschen wie eine Sackratte. Apropos Sackratte. Zack. So, darf ich jetzt in Ruhe weiter plündern? Das wäre voll nett. Hier haben wir noch ein bisschen Munition aufgetrieben. Und noch ein wenig Schrott. Und da sind wir auch schon fertig. Wir holen uns noch das Wasser ab. Das wollen wir auch mitnehmen. Und irgendwie hat uns schon wieder was verfolgt. Da unten sind nämlich schon wieder Leute, die rumrennen und Ärger machen wollen. Komm close. So I can kill you. Halt's Maul, so I can have my Ruhe. Du Rattensack. So. Nächste Sammelstation. Man sieht sich, Kollegen, ich bin aber weg. Dopp-di-da-dapp-di-da-dapp-di-da. Wo ist das Sammelstationchen? Na, da ist es ja. Na, los, fahr mal hin. Fahr mal hin, mach mal klar, mach mal fertig, tralala. Verzeihung. Boah, bis wohin habe ich ein Ding geschmettert? Tut mir leid, dass ich euch mal wieder zerlegen musste, aber... Nee, eigentlich tut's mir nicht leid, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, fand ich's richtig toll. Wabbelde, wabbelde, wabbelde. Oh, guck mal da. Ein Festungsbauteil für die Putzcrew. Na, das ist ja lecker. So, mit dir muss ich mich wohl anlegen, hä? Boah, lol, wer kommt denn hier noch angefahren? Ey, ist ja gut. Bleibt doch mal allesamt gechillt hier. Boah, hier ist gleich kostenfreie Auswahl von irgendwelchen lustigen Autos. Mal sehen, ob wir davon eins gebrauchen können. Das hier vorne sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir so eins in der Sammlung hätten. Da könnten wir das eventuell gleich mit zur Festung hinnehmen und da mal aufräumen. Wenn wir schon mal was bauen können, dann sollen wir das auch machen. So. Gucken wir doch gleich mal nach, ob wir dich schon kennen. Sieht fast so aus, hier kommt keine Meldung, dass ich dich nicht hätte. Was sagen wir zu dem? Zu dem sagen wir das gleiche. Na, nun, na, haben wir die alle schon, oder was? Das hier müssten wir, glaube ich, haben. Das sieht so aus, als hätten wir das schon. Ja, gut. Dann haben wir die Autos bereits.
Und fahren halt eben nicht zur Festung zurück. Hey, ich wollte hier hin, ja? Was ist denn das hier eigentlich für ein Gebiet? Nicht entdeckt? Die Dunes mögen nach einem leeren, sandigen Landstrich aussehen, doch es kursieren Legenden darüber, was sich angeblich darunter befindet. Hier ist Vorsicht geboten, denn das Gebiet gehört den Buzzards. Okay. Das ist gar kein Festungsgebiet. Es gibt die Festungsgebiete hier, das ist ein Einzelgebiet. Das ist ja spannend, hör mal. Ich dachte, wir hätten hier noch eine ganze Festung, die wir hätten. Aber gut. Das ist gar nicht das Auto, was ich wollte. Blöde Karre hat mich voll über den Tisch gezogen. Habt ihr das gesehen? Naja, du mit deiner heiligen Arbeit, die kannst du hier sonst wohin stecken. Unsere heilige Arbeit ist es, hier alles zu machen, was zu machen ist. Ich bin der Cleaner, ja? Wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es richtig. Also vorwärts. Holen wir uns, was es zu holen gibt. Und zwar ein bisschen Dalli. Ich glaube, ich sehe es schon. Das dürfte es ja sein, hä? Ja. Entschuldigung. War bloß mit Absicht. Hi, ich habe eine Kugel über und dachte, dir gefällt die. Und gute Nacht. So, hier kommt auch gleich wieder einer vorbei und nervt. Hallo. Song. Ah, ist das schön, alles zu verkloppen. Hier habe ich ein magisches Buch gefunden. Wir brauchen Wasser, hilf uns bitte. Die Hitze hat schon unseren Jüngsten getötet. Jared, Beck, Ronald, Stevie. Oder Stevie, was weiß ich, ist mir auch egal. Die sind eh alle tot. Was haben sie jetzt davon? Jetzt hätte ich fast schon wieder das falsche Auto genommen. Mensch, Peter, konzentrier dich. Nächste Sammelstation ist hier ganz in der Nähe. Dann haben wir doch einige Sammelsachen ganz schön übersehen gehabt, Leute. Bloß gut gibt es diese Festungsbauobjekte, die uns diese ganzen kleinen Sammelstationen schon nochmal schön zeigen. Luftmobil, wuhu! Woms ab durch den Sand. Schneller, höher, weiter. Dann ist der Peter heiter. Fällt er von der Leiter? Weiter weiß ich nicht. Hallo? Ich wollte mal vorbeischauen und euer Hab und Gut mitnehmen. Ich weiß nicht, ob er da was... dagegen habt. Das war dann wohl nichts. Ich danke dir trotzdem, dass du es gemacht hast, denn es war recht amüsant anzusehen. Sammelstation abgeschlossen. Bin ich ein Held oder was? Und die nächste müssen wir gar nicht markieren, die ist nämlich schon auf unserer Karte unterwegs. Wo müssen wir da hin? Ah, hier oben. Das sieht richtig aus. Hey, und es ist diesmal gar nicht bewacht. Das ist doch auch was Leckeres. Boah, im Schnee.
Hab meinen ersten Schneeengel gemacht, das war cool. Sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinn. Ja, bin halt ein echter Sprachnerd. Vermutlich lege ich sogar auf gefrorene Bärenscheiß oder würde es, wenn Bären nicht ausgestorben wären. Die Fahrt entlang der letzten Taugrenze hat sich gelohnt. Doch brachte auch andere Abenteuer mit sich, von denen ich dir erzähle, wenn wir uns sehen. Hab mich immer noch nicht an eine Welt ohne Internet gewöhnt, aber glücklicherweise gibt es ja noch Drucker und Post. Pass auf dich auf. It was happening so fast that no one had time to think it would actually lead to the end. Nächste Sammelstation, bitte. Wir grasen hier alles ab. Wusch. Querfeldein würde ich sagen, machen wir es wieder. Das klappt immer ganz gut. Wo ist jetzt die Sammelstation? So weit weg schien die mir doch gar nicht. Ich will noch mehr sammeln. Ich bin gerade voll im Sammelfieber. Ich habe Lust, Zeug zu finden, das anderen gehört. Das mache ich auch immer im Supermarkt so. Deshalb darf ich auch nirgendwo mehr einkaufen gehen und muss immer online bestellen. Supermärkten habe ich überall Verbot reinzugehen, ey. Ich gehe da auch meistens rum, suche mir Sachen aus, die wertvoll sind, gehe dann mit an die Kasse und sage, hier, guck mal, habe ich gefunden. Jetzt kriege ich 10% Finderlohn. Ich nehme das in bar. Das finden die immer gar nicht so lustig, wenn ich das mache. Mann. Oh. Ich habe was Besseres als ein Sniper. So, scheint, als hätten die hier keine Lust mehr, ihre Sachen zu geben. Ich glaube auch nicht, dass ich danach groß frage. Ah, jetzt habe ich es schon wieder geworfen. Bitteschön. Und tschüss. So, also den habe ich ja mal richtig gezeigt, ne? Was habt ihr jetzt in eurem Keller? Nimm die Stahlstrebe hier weg. Aha. Nähere dich auf eigene Gefahr. Wenn wir dich nicht kennen, schießen wir. Wenn wir uns kennen, schrei von der Einfahrt aus, was du uns sagen willst. Keine Ausnahmen. Na gut. Und das war's. Sammelstation komplett. Wo ist mein Auto? Hier ist mein Auto. Und die nächste Sammelstation, bitte. Ist nur ein Stück die Wüste rein, dann haben wir es, das ist doch fein. Der Peter reint, es ist kein Scherz. Für euch ist das bestimmt ein Schmerz. Doch dafür, da schlägt mein Herz. Und zwar richtig himmelwärts. Ein Hafenschau, Mensch, ist das fein. Ich lass hier jetzt keinen rein. Wasser gibt's eh nicht mehr. Lange ist die Vergangenheit her. So, ich darf doch mal hier über die Düne drüber schwappen, oder? Miau. So, wollen wir doch mal gucken, was es hier drüben zusammen gibt. Komm schon, Auto, machen wir ein bisschen Dalli hier, oder was? So, wieder ein kleines Stadtschön. Oh, das ist gar nicht unbemannt hier. Pass mal auf hier. Der Kerl hier nämlich. Hab dich. Und ran an den Auspuff. Sieht der nicht hübsch aus? Oh Gott. Wo kam der jetzt her, der Lulatsch? Naja, jedenfalls haben wir sie alle geplättet. Und das ist auch gut so. Und die Sammelstation haben wir natürlich auch geplättet. Na, dann machen wir jetzt eine schöne Rückreise zu unserem kleinen Lager. Da können wir jetzt unsere Spähcrew irgendwo hinbauen. Und dann würde ich sagen, wenn wir das gemacht haben, ist für heute auch Schluss. Aha, ich sehe es schon. Hier kann was gebaut werden. Ach, was ist das fein. Immer her damit, immer ran damit, immer zicke die Zack damit.
So, alles, was wir kaputt machen, wandert jetzt wieder einmal in unseren Besitz. Das ist doch eine schöne Sache. Gut, Leute, ohne langes Tamtam machen zu wollen, ich bedanke mich, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Und ich entschuldige mich für die ganzen schlechten Reime, die ich gebracht habe, aber so bin ich nun mal. Ja, Leute, danke, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lord Peter.